Damals im Dezember von Regina Meier. Über Nacht war der Winter gekommen, hat den Bäumen letzte Blätter genommen, eine dünne Eisschicht auf Pfützen gelegt, den Menschen die Mützen vom Kopf gefegt. Dann waren weiße Flocken gefallen, uns Kindern hat das so sehr gefallen. Fenster erstrahlten im Kerzenlichte, im Haus ersann man Weihnachtsgedichte. Strohsterne bastelten wir, Glitzerkarten, die Christbaumbeleuchtung erhellte den Garten. Im Raum roch es herrlich nach Zimt und Gebäck. Die Hausmäuse schleppten die Krümel ins Versteck. Am Abend las Mutter Geschichten vor, vom Niklaus, Knecht Ruprecht, dem Engelschor. Aufs Christkind zu warten war wunderbar, selbst dann noch, als ich schon älter war. Erinnern an vergangene Zeiten, die uns noch heute Freude bereiten. Herrlich die Kindheit voll Vertrauen, wie schön ist es, einmal zurückzuschauen. Viele von denen, die uns getragen, können wir nicht mehr Dankeschön sagen. Doch bleiben sie in unserem Herzen, sind bei uns im Licht der Weihnachtskerzen.
Ich sehne mich so nach einem Land der Ruhe und Geborgenheit. Ich glaub, ich hab's einmal gekannt, als ich den Sternenhimmel weit und klar vor meinen Augen sah. Unendlich großes Weltenall. Und etwas in mir geschah. Ich ahnte, spürte auf einmal, dass alles, Sterne, Berg und Tal, ob ferne Länder, fremdes Volk, sei es der Mond, der Sonnenstrahl, das Regen, Schnee und jede Wolk, das alles in mir drin, ich find, verkleinert, einmalig schön. Ich muss gar nicht zu jedem hin, ich spür das Schwingen, jede Tön, eins jeden Dinges, nah und fern. Wenn ich mich öffne und werde still in Ehrfurcht vor dem großen Herrn, der all dies schuf und halten will. Ich glaube, das war der Moment, den sicher jeder von euch kennt, in dem der Mensch zur Lieb bereit. Ich glaube, da ist Weihnachten nicht weit. Weihnachten von Hermann Hesse. Thank you.
nach Hause kommen. Das ist es, was das Kind von Bethlehem allen schenken will. Thank you.
Die vier Kerzen am Adventskranz. Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu sprechen begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte: Ich heiße Frieden, mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sprach: Ich heiße Glauben, aber ich bin überflüssig geworden. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen und es macht keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die Kerze war aus. Leise und sehr traurig meldete sich die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe und ich habe keine Kraft mehr zu brennen, denn die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen. Mit einem letzten Aufflackern verlosch auch diese Flamme. Da kam ein Kind in das Zimmer, sah die Kerze an und fing fast an zu weinen. Es sprach: Aber ihr sollt doch brennen und nicht ausgehen. Wir brauchen doch euer Licht. Da meldete sich die vierte Kerze und sprach: Habt keine Angst, denn solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden, denn ich bin die Hoffnung. Mit einem Streichholz nahm das Kind das Licht von der Kerze und zündete damit all die anderen Lichter wieder an. Mögen uns all diese wichtigen Dinge nicht verloren gehen. Wir wünschen besinnliche Feiertage.